Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stamping-Up-Demonstratorin aus Bremen. Heute möchte ich gerne mit dir so eine Weihnachtskarte basteln mit der Strukturpaste drauf, die dann halt wirkt wie Schnee. Und wie immer ist das kein Hexenwerk. So, als Grundkarte habe ich wieder einmal mit 29 cm und bei 10,5 gefalzt. Bei 14,5 gefalzt und hat eine Breite von 10,5. So ist es richtig. Dann einmal als Aufleger ein Stück in Espresso. Das ist 7 x 13,5. Und da wo unser Tannenbaum raufkommt, das Stückchen ist in Savanne 6,5 x 13 cm. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Rest für den Text, der oben drauf soll. Ich fange jetzt an mit dem Hintergrund. Hier habe ich alles die kleinen Sterne gestempelt. Am besten ist es immer, wenn du die ganz flach hinlegst, dein Papier. So, Stempelblock. Da ist er. Doch nicht versteckt. Wieder meine Stempelmatte. Einmal Savanne. Und stempel einfach hier nur so einmal drumherum die Sternchen. Das kann ganz wild durcheinander sein. Ich finde es auch immer schön, wenn es ein bisschen über den Rand geht. Kannst auch immer zwischendurch schauen, ob du vielleicht noch mehr brauchst, weil so kommt das Papier nachher ja drauf. Dann noch was zwischen. Der rollt nicht richtig, jetzt aber. Sollte auch das Stempelkissen treffen. Wenn da was auf die Stempel, also wenn man auf die Stempelmatte stempelt, ist das nicht schlimm. Man kann die einfach feucht abwischen, da die Stempeltinte ja wasserlöslich ist. So, nun würde ich mal sagen, reicht es auch gleich. Mal eben schauen. Da sieht es noch ein bisschen leer aus. Komm, da halt noch drei hin. So ist das gut. Dann haben wir hier schon mal den Hintergrund. Jetzt kommt der Tannenbaum. Da habe ich für den Stamm Wildleder genommen. Das auch gerade wird. Mach den mal eben sauber. Kann ich gleich mitmachen. Das sind auch wieder diese Two-Step-Stempel. Und ich fange mit dem größeren an, den in den Hintergrund, und den stempel ich dann immer in der helleren Farbe. Nee, nehmen wir lieber den. Und als Farbe habe ich jetzt einmal Farngrün genommen und Olivgrün. Also als erstes Farngrün.
Und dann kannst du da ja so schön durchgucken. So, dass man das sehr gut abstempeln kann. Einmal. Jetzt kommt der zweite. Auch mal wieder so rum. Jetzt haut man das, den Acrylblock nicht ganz so doll ein. Na, der klebt nicht richtig. Jetzt. Und den zweiten da drüber. Da nicht so richtig mit dem Kopf drüber kann, ist das auch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, ich treffe. Aber sonst kaschieren wir das gleich mit dem Schnee. Das geht auch schon mal. Sieht nach Tannenbaum aus. Wenn du das mal hast, dass die nicht so richtig haften mehr, weil das kann schon passieren, so wie hier jetzt auch, dass der hier so schlabberig hängt, dann wasch den einfach einmal unterm Wasserhahn ab. Dann ist der wieder ganz sozusagen sauber und klebt auch wieder super auf dem Acrylblock. Und das kann auch weg. Jetzt habe ich unten noch, nehme das immer diesen kleinen Schatten gestempelt, wo man den gleich gar nicht mehr wirklich sieht. Den stempel ich auch noch mal in Savanne. Und hier ist so ein kleiner, könnt ihr das sehen? Ja. So, ne? Wie so ein kleiner Absatz. Und der passt dann genau in den Stamm von dem Baum. Ich muss da mal eben im Kopf hin. Ich hoffe, ich habe getroffen. Ja. Das war schon mal soweit der Baum. Jetzt kann die Matte schon mal weg. Jetzt kommt der Schnee. Und dazu habe ich die Strukturpaste genommen. Dazu nehme ich einen kleinen Spachtel. Tupfe ich jetzt einfach überall so ein bisschen den Schnee ab. Also die Strukturpaste, die jetzt zum Schnee wird. Die Spitze. Da sieht es ein bisschen voll aus. Besser. Da noch ein Tupfer. Ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich echt nicht aufhören kann rumzutupfen, weil es einfach so Spaß macht. Tube gleich zu. Ein Tuch, sehr schön. Ich nehme jetzt ein Feuchttuch so rum und mache den halt gleich sauber. Jetzt werde ich den Schnee ein bisschen antrocknen, weil der ist ja feucht. Und sonst ist das so wie auf meiner ersten Beispielkarte. Das sieht man wahrscheinlich. Dann löst sich halt die Stempelfarbe, weil sie ja wasserlöslich ist, und verfärbt sich so ein bisschen damit. Und wenn ich den jetzt halt
mit dem Embossföhn anföhne, dann passiert das nicht. Nur, dass man die Feuchtigkeit da jetzt rausnimmt. Müsste schon reichen. Ja, das fühlt sich doch schon gut an. Jetzt werde ich die Schleife machen. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Eine Luftmachenschleife. Also macht ihr so zwei Ösen. Mit dem Zeigefinger mache ich das so. Und nimmst die jetzt übereinander und ziehst die linke Öse unten durch. Und dann hast du eine schöne Schleife. So ein bisschen von der Größe zurechtzubeln. Mal den schon mal hier raufkleben. Dafür nehme ich wieder Tombow. Noch gut von der Rückseite einfach noch mal mit dem Heizkern rübergehen. Das ist dann ja so. Dafür nehme ich Dimensionals. Und dafür kann man auch gut immer die Ränder nehmen. Die schneide ich mir einfach so zurecht. Und ein Glücklichen für die Mitte. Wenn du einmal in die Mitte reindrückst, kommen die Seiten hoch und dann kannst du sie ganz einfach abziehen. Jetzt will ich das Schildchen stempeln. Nicht alles umreißen. Das habe ich in Espresso gestempelt. Hebt sich das ein bisschen ab. Und den Text Kleiner Gruß zu Weihnachten findest du auch hier drin. Also, übrigens heißt das Set Tage wie Weihnachten. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ein Fussel. Na, so weg.
jetzt einfach ab. Und wenn man keine solche Stanze hat, die halt diese Ecken ausstanzt, ist das kein Problem. Du nimmst einfach hier so die Mitte, schneidest in der Mitte ein und gehst von der einen Ecke bis zu deinem Schnitt. Und das gleiche machst du auf der anderen Seite auch. Und hier auch nochmal. Dann mache ich auch noch. Zweite Menschnitz hinter. Kleben wir den da oben drauf. Jetzt kommt noch unsere Schleife. Ich mal ein bisschen kürzen noch werde. Und die klebe ich einfach mit so einem Glue Dot an. Na, wo sind sie denn da? Und schon hast du eine schöne, ja, also ich mag sowas, ja, diese Naturtöne. Ich ziehe mal noch ein bisschen nach. Schnell gemachte Weihnachtskarte. Meine Reste hängen hier noch drauf. Zu Weihnachten. Es ist wirklich ganz einfach und mit der Strukturpaste kann man wirklich super arbeiten. Es ist eben halt nochmal so ein besonderer Effekt. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich wie immer. Abo ist auch nie verkehrt. Man freut sich wirklich, wenn man sieht, es gibt doch einige, die auch sonst nie was schreiben oder sagen, was auch gar nicht muss. Ich bin auch nicht so die Schreiberin. Aber wenn man ein Abo kriegt, freut man sich auch. Und Daumen hoch sowieso. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Eure Susanne Schöder. Tschüss.